einen Martini geschüttet, nicht gewollt. Alles klar. Ihre neue Mission, Bond, ist es, eine internationale Verbrecherin aufzuhalten. Wissen Sie, wir wollen die Matura noch schwerer machen. Boah. Ja, die Antworten müssen schnell kommen. Wie aus der Pistole geschossen. Verstehe ich nicht. Pistole. Bam, bam. Schnell. Ah. Entschuldigung, darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Ich habe schon einen. Danke. Ich auch mit einem. Alles klar. Sie ist eine russische Oligarchennichte und sie möchte die Matura kaufen. Sie sind in meine Falle getappt, Mr. Bond. Wir sind drin, wir warten auf Anweisungen. Okay, direkt vor euch sollte eine Tür sein. Dort müsst ihr durch. Falls sie zu ist, sprengt sie auf. Alle zu den Computern. In Ihrem Sakko sollte sich ein Buch befinden. In diesem ist ein USB-Stick versteckt. Ihm wurde ein HDMI-Kabel mitgegeben. Auch das ist ein USB-Stick. Dabei handelt es sich um die Übersetzung von Vini Vidi Vici. Ich weiß, wie wir fragen können. Das heißt, ich kam, sah und siegte. Physikus Maximus, es sind Personen ins Gebäude eingedrungen. Dann schickt die Wachen! Wie weit sind wir beim Entschlüsseln der Daten? Bis jetzt konnten wir herausfinden, dass es sich um die Lichtenfelsgasse handelt. Sonst nur zwei Dreiecke.
1 Meter Seitenlänge 2 und 2,5 und 1 Meter Seitenlänge 2 und 1,5. Das muss die Hausnummer sein. Dann brauchen wir noch den Satz des Pythagoras. Weiß jemand, wie der geht? Wirklich niemand? Dann müssen wir wohl ihn um Hilfe fragen. Den habt ihr doch in der 3. Klasse schon gelernt. Der Satz des Pythagoras lautet a² plus b² ist gleich c². Okay, verstanden. Sie wissen, warum dieser Tisch aus Formeln besteht? Weil ich Formeln einfach liebe. Sie sind festgenommen. Das glaube ich nicht. Ist das schon an?